Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Tex, dann nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht oder im Raum stehen bleibt. Wir haben jetzt verzichtet, die, ich glaube, 35 Änderungsanträge, die wir im Rahmen der Ausschussberatung eingebracht haben, hier nochmal vorzutragen. Das ist ein Stück weit auch aus Rücksichtnahme vor dem Landtag erfolgt. Auch wenn mich Herr Ringgut gereizt hätte, das nochmal zu tun, weil ich mich sehr geärgert habe über die Tatsache, dass in der Tat darüber nicht beraten worden ist. Dazu ist aber, glaube ich, hier genug. Dazu ist hier genug gesagt worden, und ich will das mal konstruktiv wenden, und zwar dahingehend, dass ich hoffe, dass uns das nicht nochmal widerfährt. Ich möchte mich aber gleich auch von der anderen Seite nähern und versuchen zu begründen, warum ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns mit diesen Dingen intensiv auseinandersetzen, möglicherweise mit strittigen Positionen, da auch zu Ergebnissen kommen, die der einen oder anderen Seite wahrscheinlich eher der Opposition nicht passen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist. Ich möchte einsteigen mit meiner Rede mit einer Formulierung, die das Bundesverfassungsgericht einmal vorgenommen hat. Ich zitiere: Nicht nur der Straffällige muss auf die Rückkehr in die freie menschliche Gesellschaft vorbereitet werden. Diese muss ihrerseits bereit sein, ihn wieder aufzunehmen, so das Bundesverfassungsgericht. Und gleichzeitig wissen wir, glaube ich, alle, mit liberalen Regelungen im Strafvollzug sind keine Wahlen zu gewinnen. Das ist auch der Hintergrund, weshalb wir Ihnen sehr frühzeitig angeboten hatten, gesagt haben, lass uns mal gemeinsam überlegen, ob wir hier zu einem Konsens kommen, zu einem Kompromiss, sodass das Gesetz von allen demokratischen Fraktionen getragen werden kann. Ich glaube, dass die Tatsache, dass mit liberalen Regelungen keine Wahlen zu gewinnen sind, unter anderem auch damit zu tun hat, und das ist in dem Beitrag von Herrn Texter zum Schluss auch deutlich geworden, dass es so einen gesellschaftlichen Reflex gibt auf eine Straftat, die heißt, die hat vor allem damit zu tun, Strafe muss abgesessen werden und hier es muss Buße getan werden. Ich formuliere das mal jetzt bewusst etwas provozierend. Und ich sage, vor diesem Hintergrund dieses von mir wahrgenommenen gesellschaftlichen Reflexes, dass es gut ist, dass der Resozialisierungsgedanke inzwischen im Vordergrund steht. Das ist gut, weil es im Interesse der Menschen ist, die sich strafbar gemacht haben, weil sie wieder integriert werden müssen in die Gesellschaft. Es ist aber vor allen Dingen auch gut im Interesse der Gesellschaft, weil wir damit Rückfälligkeit vermeiden. Denn wir wissen alle, Resozialisierung ist wichtig für Integration und reduziert die Rückfallquoten. Und genau deshalb braucht es in der politischen Auseinandersetzung Rückgrat. Ich sage das mal an einem einfachen Beispiel. Natürlich gehen die Bürgerinnen und Bürger dort auf die Straße, wo sie erfahren, dass ein offener Vollzug platziert werden soll. Habe ich in meiner Heimatstadt Stralsund selbst erlebt. Und selbstverständlich braucht es in diesem Kontext die Gradlinigkeit von Politikern und Politikerinnen, die dann an dieser Stelle sagen, wir halten es richtig, dass es einen offenen Vollzug gibt, dass es ihn an dieser Stelle gibt, weil er im gesellschaftlichen Interesse ist. Und genau vor diesem Hintergrund haben wir uns auch dieser Gesetzesinitiative der Landesregierung genähert. Und vor diesem Hintergrund haben wir auch immer gesagt, wir halten es wichtig, dass wir uns auseinandersetzen müssen über das, was in diesem Gesetzesvorhaben beabsichtigt ist, und dass wir diesen Resozialisierungsgedanken, der von allen gewollt wird, offensiv nach vorne tragen. Am vorvergangenen Mittwoch haben die Vertreter der Koalitionsfraktionen eben nicht im besten demokratischen Sinne darum gerungen, sondern es ist das passiert, was jetzt mehrfach in der Presse auch schon kommentiert worden ist und was von Frau Borchert auch noch mal angesprochen worden ist. Aber sehr geehrte Damen und Herren, unser künftiges Strafvollzugsrecht braucht eben diese Auseinandersetzung. Ohne eine öffentliche Auseinandersetzung hätte es in den vergangenen Jahrzehnten keine Weiterentwicklung des Strafvollzugs im Sinne einer Priorisierung des Resozialisierungsgedankens gegeben. Deshalb ist ein Durchwinken der Regierungsvorlage ein Bärendienst am Strafvollzug und darf sich aus meiner Sicht, zumal es ein wichtiges Vorhaben der Landesregierung war, auch nicht wiederholen. Der Gesetzentwurf legt in § 2 als Vollzugsziel fest, die Gefangenen zu einem Leben ohne Straftaten in sozialer Verantwortung zu befähigen. Laut Gesetzentwurf, Seite 2, hat sich die gesamte Vollzugsgestaltung an diesem Vollzugsziel auszurichten.
Dies liest sich in § 3 des Gesetzentwurfs wie folgt. Ich zitiere, der Vollzug ist auf die Auseinandersetzung der Gefangenen mit ihren Straftaten und deren Folgen auszurichten. Der Vollzug wirkt von Beginn an auf die Eingliederung der Gefangenen in das Leben in Freiheit hin. Und später heißt es weiter, das Leben im Vollzug ist den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit wie möglich anzugleichen. Schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs ist entgegenzuwirken. Den Gefangenen soll so bald wie möglich die Teilnahme am Leben in der Freiheit gewährt werden. Dieser Gesetzentwurf hält in der konkreten Ausgestaltung aber eben leider nicht, was er eingangs verspricht. Das gilt insbesondere im Hinblick auf die Vorschriften über den Wohngruppenvollzug, die Gewährung von Lockerungen, die Gefangenenentlohnung und die Offenbarungspflichten von Berufsgeheimnisträgern. Daher schlagen wir zu diesen aus unserer Sicht auch im Sinne einer erfolgreichen Resozialisierung wichtigen Punkten auch heute noch einmal die Änderung zum Gesetzentwurf vor, dass Herr Texter begründet, warum wir dieses jetzt auf diese 10 Punkte, die Sie angesprochen haben, reduziert haben. Ich will 3 exemplarische Punkte nennen in meiner Rede. Der erste wesentliche Punkt ist der Wohngruppenvollzug. Hier heißt es in der Begründung zum Gesetzentwurf, richtig, dass dieser nicht nur eine Form der Unterbringung ist, sondern auch eine wichtige Maßnahme zur Einübung eines Zusammenlebens, das von Toleranz und gegenseitiger Rücksichtnahme geprägt ist. Er dient der Einübung sozial adäquaten Verhaltens, weil die Gefangenen sich mit den Bedürfnissen und Erwartungen ihrer Mitgefangenen im Alltag auseinandersetzen und Probleme gemeinsam lösen müssen. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn dem tatsächlich so ist, dann habe ich kein Verständnis dafür, dass der Gesetzentwurf eine institutionelle Absicherung eben genau dieses als erfolgreich deklarierten Wohngruppenvollzugs unterlässt. Wenn der Wohngruppenvollzug nicht bloß auf dem Papier stehen soll, dann muss der Gesetzgeber klare Vorgaben machen. Vorschläge hierfür finden Sie in unserem Änderungsantrag. Der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte, das ist die Neuregelung der Arbeitsentgelte, Verfassungskonformität. Das hat ja in der Presseberichterstattung in den letzten Tagen auch eine große Rolle gespielt. Frau Kuder, Sie haben in dem Zusammenhang ja darauf hingewiesen, dass Sie hier hinsichtlich der rechtlichen Beurteilung zu einer anderen Einschätzung kommen. Das werde ich vermutlich in dieser Debatte auch nicht mehr verändern. Aber ich möchte Ihnen zumindest versuchen zu begründen, warum wir das anders beurteilen und anders sehen. Und ich will dazu zitieren aus dem Kommentar zum Strafvollzugsgesetz Däubler Gali Fes Lästing. Ich zitiere, der Bundesgesetzgeber hat in seiner am 1. Januar 2001 in Kraft getretenen Neuregelung der Arbeitsentgelte auf 9% der Bemessungsgrenze angehoben und als Entlohnung daneben eine Freistellung von der Arbeit vorgesehen, die als Urlaub aus der Haft genutzt werden kann oder den Entlassungszeitpunkt nach vorne verschiebt. Das ist ja das, was Sie explizit gesagt haben. Das Bundesverfassungsgericht hat die Neuregelung für verfassungsgemäß befunden. Auch da bestätige ich Frau Kuder. Zentrales Argument war, dass nicht finanzielle Entgeltleistungen auch auf dem freien Arbeitsmarkt vereinbart werden können. Eine solche Gegenleistung sei auch die Haftverkürzung. Hinsichtlich der Höhe des monetären Lohnanteils weist das Gericht allerdings darauf hin, dass dieser die äußerste Grenze verfassungsrechtlicher Zulässigkeit noch wahre, aber steter Überprüfung durch den Gesetzgeber zu unterziehen ist. Sollte, und das ist der relevante Punkt, eine gesetzliche Erhöhung des Entgelts in den nächsten Jahren ausbleiben, erscheinen angesichts dieser Erwägungen Verfassungsbeschwerden durchaus erfolgsversprechend. Das ist das, worauf wir hingewiesen haben. Das ist der Punkt, weshalb wir hier an dieser Stelle zu einer anderen Einschätzung kommen und weshalb wir glauben, dass es sinnvoll gewesen wäre, hier umfassender nachzubessern, als das geschehen ist. Und der letzte Punkt, meine Damen und Herren, ich möchte auf die Offenbarungspflicht eingehen. Im Gesetzentwurf heißt es, dass die Offenbarungspflicht dann besteht, und hier zitiere ich das Gesetz, wenn dies für die Aufgabenerfüllung der Anstalt oder Aufsichtsbehörde erforderlich sei. Das, sehr geehrte Damen und Herren, ist eine sehr weitreichende Auslegung der Offenbarungspflicht, die, auch das ist in der Expertenhörung deutlich geworden, Vertrauenspersonen wie etwa Psychologen oder Psychiater durchaus in Gewissenskonflikte treibt. Herr Orlob, der von der Seite ja auch in der Expertenanhörung war, hat darauf durchaus hingewiesen und auch plastische Beispiele
vorgetragen. Wir haben uns denn daran orientiert, wie machen das denn möglicherweise andere, sind auch wieder auf den Kommentar des Strafvollzugsgesetzes gekommen, aus dem ich Ihnen gerade zitiert habe. Und dort wird vorgeschlagen, die Offenbarung nur dann als zulässig anzusehen, wenn sich eine Notwendigkeit zur sofortigen Änderung des Vollzugsplans ergibt. Das genau ist der Vorschlag, den wir Ihnen zum Gesetzestext hier noch einmal unterbreiten, weil Sie sonst einen Rechtsstatus schaffen, der für die ein oder andere Vertrauensperson überaus problematisch ist. Sehr geehrte Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Die Freiheitsentziehung zum Strafvollzug ist eine der intensivsten Grundrechtseingriffe, die unsere Verfassung erlaubt. Tragen Sie durch die Schaffung eines entsprechenden Gesetzes dazu bei, dass dieser Grundrechtsbegriff nicht zu einer Grundrechtsverletzung wird. Stellen Sie sicher, dass dieses Gesetz den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichtes an einen modernen Strafvollzug Rechnung trägt. Und stellen Sie sicher für die Zukunft, dass wir uns nicht vor möglicherweise unbequemen Diskussionen wegducken, die zu führen sind, obwohl sie uns möglicherweise in der Öffentlichkeit keine Punkte bringen. Herzlichen Dank.